Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, ich bin sehr gerne zu Ihnen gekommen heute und habe das auch sehr gut verfolgt, was Herr Mertens sagt, denn das ist schon eine Vorzeigegenossenschaftsbank und er hat gut aufgezeigt in der Region. Und ich sage, Frau Fiennes-Siegler, die Leistung von Raiffeisen und Schulze-Delitzsch war auch den Mittelstand damit überhaupt so stark gemacht zu haben. Ob das jetzt die hinreichende oder notwendige Bedingung war, das ist dahingestellt. Aber in den auch europäischen Staaten, in denen es nicht ein Genossenschaftswesen so gab, England zum Beispiel, ist der Mittelstand so nicht gewachsen und nicht geworden. Und heute, wenn man mal will, 96% der Unternehmen sind mittelstandorientiert. Man denkt immer, Daimler, Siemens ist, aber das sind tatsächlich die Minderheit. Also, gerne gekommen, um über eine Bank zu berichten. Kennen Sie eigentlich die KD Bank? Wissen Sie, für was das steht? KD Bank, ja? Ich sehe ein Nicken. Bank für Kirche und Diakonie. Und ich greife nochmal das auf, was Frau Fiennes-Siegler ansprach. Der Weyersbuscher Brotverein, der ja nach den Hungerswintern von Raiffeisen gegründet worden ist, um die Landwirte dort finanziell zu unterstützen. Dann auch der Wohltätigkeitsverein 54, ja mit sozialen, diakonischen Instrumenten, wie zum Beispiel diese Rettungshäuser, die er gegründet hat für, oder ein Haus für Kinder, also Waisen. Oder auch die Resozialisierung von Straftätern oder die Volksbibliothek. Leider nicht von Erfolg gekrönt. Und da ist eben die Frage auch, was können Genossenschaften leisten, was können Kreditgenossenschaften auch leisten. Aber wenn Sie sehen, 1954, da war noch abhängig von den Wohlhabenden. Später ging es dann über, dass man sagt, Solidargemeinschaft, da gab es ja auch Schwierigkeiten, dass man als Wohlhabender, ich habe jetzt mein Geld gegeben, jetzt sollen die, die nichts haben, auch noch mitbestimmen. Also geht das gut? Da entscheidet jemand über Gelder, die er gar nicht eingegeben hat. So, und dann blicken wir mal weiter nach vorne, 50 Jahre später, Synode im Rheinland, der evangelischen Kirche im Rheinland, wurde, wir wissen jetzt nicht genau, ob tatsächlich ein Antrag, aber sehr stark diskutiert, eine kirchliche Genossenschaft zu gründen. Ergebnis war, man hat keine gegründet. Warum? Die Theologen, es gab ja damals leider noch keine Damen, die und Synodenvertreter sagten, in der Bibel steht, du kannst nur einem Herrn dienen, nämlich Gott oder dem Mammon. Und Mammon wurde eben mit Geld gleichgesetzt. Also da hat man dann das vertagt, dann kam der Erste Weltkrieg, dann kam ein Herr, Martin Niemöller, kennen Sie den vielleicht? Martin Niemöller ist ja auch eine schillernde Persönlichkeit, U-Boot-Kommandant im Ersten Weltkrieg, dann aber auch Chef der, so hört man heute sagen, Diakonie in Münster von Westfalen und der, und jetzt kommt die Parallele zu Raiffeisen, den Notstand gesehen hat, nämlich in Mitte der 20er Jahre waren viele Kinder, wurden erstmal morgens, die Eltern sind zur Arbeit gegangen, Kinder gingen in die Schule oder sonstig, aber auf alle Fälle, danach waren die auf der Straße, lungerten rum etc. Und da dachte ich, ich brauche einen Kinderhort. Heute würde man sagen Kita. Ne? Ging dann zu der Sparkasse, wir wissen das so, weil er das so schön aufgeschrieben hat und uns auch nochmal darstellte, hat kein Geld bekommen. Und er sagt, nee, ich muss eine eigene Bank gründen, weil ich bekomme das nicht finanziert. Ich habe nicht so viel Geld. Und die Wohlhabenden, die Kirche, sagt, also dir direkt das geben, das ist jetzt auch schwierig. Deswegen hat man dann die erste evangelische Kirchenbank gegründet in Westfalen. Fritz von Bultschwing braucht man damals noch 7, ich glaube, heute braucht man 5 Mitglieder, haben da mitgemacht. Und dann haben wir gesagt, jawohl, das ist unser Auftrag. Wir nehmen das Geld der Kirche und geben es weiter für soziale Projekte, für soziale Investitionen. Und das machen wir noch heute, genau, und nicht mehr. Schönes Sprichwort von einem Herrn Benjamin Disraeli, der war damals Premierminister unter der Zeit Bismarcks, der sagte, das Geheimnis des Erfolgs ist die Beständigkeit des Ziels. Also nicht heute mal Bank 24 gegründet, dann mal Investmentbank, dann mal so, sondern nee, seit über 90 Jahren ist das unser Auftrag als Genossenschaft. Und Genossenschaft heißt eben, und deswegen komme ich nochmal auf das Thema der Rechtsform und auch was Raiffeisen so sagte, dieser Stiftungsfonds war ja auch so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein bisschen das Thema, wenn die Mitglieder das Geld kriegen, dann gehen die in die Bar oder ins Gastwirt, in die Gastwirtschaft und
versaufen das Geld. Ich will, dass es Gutes bewirkt, die Dividende. Wir machen es so, dass wir nur institutionelle Kunden haben und das nur aus Kirche und Diakonie. Also das heißt, dort die Dividende von 4% geht im Prinzip gemeinnützigen Organisationen zu. Und wir haben, und das will ich öfter gefragt, warum lassen wir keine Privatkunden zu? Wir wollen den Auftrag nicht verwässern. Warum? Wir haben eine Generalversammlung. Das heißt, da kann jeder kommen, hat auch nur, und das ist ja auch typisch Genossenschaft, nur eine Stimme. Also die große EKD, die große Rheinische Landeskirche, die große Westfälische, genauso wie die kleine Kirchengemeinde, wie die kleine Stiftung, wie der kleine Förderverein. Das heißt, dadurch sehr basisdemokratisch, aber wenn wir jetzt die Privatkunden zulassen würden, dann hätten eben, und deswegen komme ich jetzt noch auf die Zahlen, 30.000 Privatkunden, eben 30.000 Stimmen, wenn die jetzt alle kämen, kommen jetzt sicher nicht, ne? Also gegenüber knapp 7.000 institutionellen Kunden, die auch Mitglied bei uns sind. Und das ist für uns wichtig, dass da der Auftrag nicht verwässert wird. Ich habe das gesagt, Dividende von 4% und dass eben wir einmal im Jahr eine Generalversammlung durchführen. Als Genossenschaft zeichnen wir uns auch dadurch aus, dass wir ja Spenden geben in Kirche und Diakonie. Das ist so ein Punkt, den wir sagen, das ist ein neben der Dividende von 4%, dass wir sagen, roundabout 800.000 Euro jedes Jahr spenden wir für diakonische Zwecke. Wir bringen noch mal ein Stückchen zurück. Im Rheinland wurde dann unser Vorgängerinstitut 1953 gegründet zum Wiederaufbau, wieder Notstand, Wiederaufbau der nach dem Zweiten Weltkrieg zerstörten Gemeinden und diakonischen Werke. Da hat man gesagt, nee, wir brauchen jetzt auch eine Kirchenbank im Rheinland. Da wurde das hinten nachgeschoben, die theologischen oder vermeintlich theologischen Argumente. Und übrigens immer Theologen, die uns gegründet haben. Und dieser Superintendent in Duisburg hat dann 3 Jahre später die Kindernothilfe gegründet. Also erst uns, dann die Kindernothilfe. Und diese Beziehung besteht bis heute und dort unterstützen wir. Also zum Beispiel, indem wir Spenden an die Kindernothilfe geben, die wiederum Kinder unterstützt in Deutschland, die eben Schwierigkeiten haben. Also morgens kein Frühstück bekommen etc. Sie kennen diese ganze Thematik. Und deswegen nochmal die Sache, können wir das selber? Nein. Wir können dann das, was wir können, nämlich Geld geben und sagen, das unterstützen wir dort als ein Beispiel. Wir haben darüber hinaus, ich gucke gerade mal auf meinen Spickzettel, dass wir als Genossenschaftsbank gesagt haben, was ist denn noch gemeinwohlorientiert? Und Genossenschaft, da sagen wir, wir wollen uns ethisch, moralisch verhalten, aber auch Umweltschutz wollen wir hochhalten. Das heißt, wir haben uns hier zertifizieren lassen. Sie können vielleicht den grünen Hahn. Danach haben wir uns zertifizieren lassen. Durften wir erst nicht tragen, weil wir keine gemeinnützige Organisation sind, aber EMAS, die europäische Umweltverordnung, haben wir hier erfüllt und entsprechen diesem. Darüber hinaus, und das ist, denke ich, auch so ein Thema gemeinwohlorientiert, haben wir den Corporate Governance Codex und auch den Nachhaltigkeitskodex der deutschen Bundesregierung unterschrieben, dass wir Transparenz Ihnen gegenüber und unseren Kunden gegenüber zeichnen. Ich komme gleich nochmal auf die Schwierigkeiten dann auch damit zurück. Aber unser Kernauftrag ist weiterhin zu sagen, wir bekommen die Gelder aus Kirche und Diakonie und geben sie weiter an insbesondere eben auch die Diakonie. Wir haben 149 Krankenhäuser, von dem ein Krankenhaus bis zu Krankenhausunternehmungen, bis zu 13 Krankenhäuser, die in einem Krankenhausunternehmen dann zusammengefasst sind. Und deswegen kennen wir uns da aus und können auch raten und sagen, Mensch, pass auf, wenn ihr das Bettenhaus macht, wenn ihr das macht, das ist kritisch oder umgekehrt, ihr müsst da etwas investieren. Das ist eher so unsere Thematik aufgrund gesetzlicher Veränderungen, aber auch um zukunftsfähig zu bleiben. Und da kommt wieder der Punkt, dass wir gerne auch mit den Volksbanken und Sparkassen vor Ort zusammenarbeiten, weil sich das gut ergänzt. Und umgekehrt werden wir sehr oft auch von Volksbanken und Sparkassen angesprochen. Ja, wir haben jetzt dort, also unser Bürgermeister sitzt im Kuratorium des Krankenhauses oder des Altenheimes. Wir kennen es aber gar nicht aus, könnt ihr uns nicht unterstützen und da eben gerade im Krankenhausbereich Summen aufgerufen werden, die es früher auch noch nicht so gab, aber heute 40, 60, 100 Millionen Investitionen keine Seltenheit ist, die wir auch ungern alleine machen, sind wir oft hier als Lead, so heißt das,
dass wir eben in die Führung gehen, um Konsortialkredite zu organisieren. Also da kennen wir uns aus und da bleiben wir auch. Gleiche ist im Altenheimbereich, da haben wir roundabout 400 Altenheimunternehmen, eben von dem einen Altenheim, das im Eigentum der Gemeinde ist, bis hin zu großen Unternehmen, die ja 80 zu roundabout, Maximum haben wir jetzt da ein Unternehmen, Altenheime in ihrer Kundschaft hat. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass wir hier uns spezialisiert haben. Und dieses Gemeinwohl ist eben zu sagen, dass wir da Kredite ausgeben an Schulen, an Kindergärten und so weiter, Behinderteneinrichtungen. Und dass wir aufgrund unserer Aufstellung, wir haben eine Bilanzsumme von knapp 6 Milliarden Euro und wir haben roundabout 220 Mitarbeitenden, sind bundesweit tätig und haben eben wenig Filialen. Wir haben höchstwahrscheinlich noch Büros, weil man eben Logistik auch darstellen muss. Wir können nicht immer von Dortmund nach München fahren, sondern da muss einer oder zwei in München sitzen. Aber dadurch haben wir eine sehr gute Verwaltungskostenquote, sogenannte Cost-Income-Quote, Ratio, die ist bei knapp 41%. Das heißt, wir setzen 41 Cent ein, um 1 Euro zu erzielen. Ich sag mal, Sie haben es vielleicht gelesen, die Deutsche Bank ist bei 94%, die Commerzbank bei 87%. Was heißt das im Umkehrschluss für unsere Kunden? Wir können sehr gute Konditionen geben, ohne irgendwie draufzulegen, sondern wir haben einfach dort sehr gute Refinanzierungsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite die Kapitalanlagen. Wir haben ja auch dann viele unserer Kunden, gerade kirchliche Kunden, die auch für die Rücklagen, für Sanierungsrücklagen, für sonstige Rückstellungen Millionenbeträge auch vorhalten müssen. Die beraten wir. Und da denke ich, ist ganz wichtig, dass unsere Kunden keine Absatzziele haben, keine Vertriebsprovision bekommen und das heißt aus unserer Sicht ehrlich fair beraten können und wir auch nicht mit irgendeiner Gesellschaft oder irgendetwas verheiratet sind, also Sie wissen vielleicht Volksbank Raiffeisen in der Regel mit der Union Investment, sondern wir gucken wirklich am Geld- und Kapitalmarkt, screenen die Angebote, arbeiten mit unterschiedlichen Anbietern zusammen und können hier einen Mehrwert unseren Kunden gegenüber darstellen, dass wir eben auch sehr den Überblick haben, also auch wissen, was Kosten, was Ertragspotenziale sind und auf der anderen Seite auch warnen vor Risiken, die gegebenenfalls der Kunde nicht beurteilen kann. Also haben vielleicht Eichstätt mitbekommen, die Diözese, da hat dann ein stellvertretender Finanzdezernent mit einem Immobilienhai in den USA Themen gekauft. Also muss man das? Gemeindeamt in München, ich sage das, weil das alles öffentlich ist, meinte dann auch Bank spielen zu müssen, hat dann Unternehmen Kredit gegeben. Also es gibt ja mehr Zinsen als bei der Bank. Ja, können die das beurteilen? Konnten es nicht, auch ein zweistelliger Millionenbetrag ist da pleite gegangen. Wir haben darüber hinaus einen Ethikfilter installiert, der für unsere Kunden und auch für unser Treasury selbst auch eine Maßgabe ist, um zu sagen, was ist aus unserer Sicht ethisch nachhaltig. Hier arbeiten wir sehr eng mit Südwind, dem Institut für Ökumene und Ökonomie in Siegburg früher, jetzt in Bonn sitzen. Ich weiß nicht, ob Sie das Institut kennen. Das ist ja in den 80er Jahren sehr ideologisch. Mein Vorgänger hat mich noch gewarnt, darfst du mit denen nicht zusammensitzen, das sind alles Grüne. Wunderbare, die sind auch dann erstmal zu uns gekommen, weil sie dachten, also wir wollen jetzt auch nicht so nur Marketing-Effekt sein und so ein bisschen Werbeplausch für den Herrn Tiesler, sondern wir wollen wirklich, wenn, dann auch wissen und mitarbeiten. Das klappt hervorragend und da haben wir gemeinsam eben auch einiges erarbeitet und lassen diesen Filter auch wie wir selber anlegen, weil wir roundabout 4 Milliarden Euro selber am Geld- und Kapitalmarkt für unser Treasury anlegen, auch immer jährlich überprüfen. Nun war die Forderung auch von anderen Institutionen, legt das mal alles offen. Ja, das versuchen wir gerade, aber es sind eben nicht nur 3-4 Titel, die wir anlegen, das sind wirklich 2.000-3.000 Titel, die wir dort anlegen. Und wir bitten, auch wenn Sie bei uns Kunde sind, laden Sie ein, jederzeit gerne mit uns diese Titel einfach durchzugehen. Da kommt dann auch eine Kollegin von Südwind dazu, weil man braucht da schon einen Tag und man muss eben auch diese einzelnen Werte sich auch mal zur Genüge führen. Wir haben natürlich eine Ratingagentur, Ökom Research heißt die, in München, die uns eine Voreinstellung gibt, auch da für Sie auch eine gelbe, grüne oder rote Ampel darstellt. Aber es geht eben dann noch
en Detail. Deswegen sagen wir, da muss man sich schon auch die Zeit nehmen. Was wir jetzt seit 2-3 Jahren neu machen, und das ist ein bisschen abweichend zu dem, was ich vorher sagte, Kreditgenossenschaft kann eigentlich nur Geld geben, dass wir sagen, als Aktionär, als Wertpapieranleger erheben wir die Stimme und schauen nicht weg. Aktive Aktionärstum heißt neudeutsch Engagement. Und hier sprechen wir mit Unternehmen. Wir haben insbesondere das Thema soziale Standards, Arbeitsstandards und faire, existenzsichernde Löhne, insbesondere bei den Lieferanten, hier jetzt insbesondere bei Textil- oder Sportartikelherstellern, deswegen passt ganz gut zu Fußball, sprechen mit Adidas, die schon sehr viel machen, sprechen aber auch mit Zalando, die noch gar nichts machen, mit Boss, mit, also haben wir jetzt im letzten Jahr gesprochen, mit einer Reihe von Tom Taylor etc., Gary Weber, um zu sagen, wie sind denn eure Arbeiterinnen und Arbeiter in den Zuliefererbetrieben, insbesondere in Asien, beschäftigt? Gibt es da Standards? Überprüft ihr die? Und wie geht das? Das ist ein dickes Brett, weil es gibt entweder Hochglanzpapiere oder gar nichts. Aber wenn es Hochglanzpapiere gibt, ja, wir machen doch was. Ja, wird das denn überprüft? Wie weit gehe ich denn? Nur Systemlieferant, das heißt, die ersten Lieferanten nehme, oder, und das ist ja bei den Fußbällen etc. eben das Problem, dass viel Heimarbeit ist, gehe ich denn weiter, tiefer, bohre ich dann tiefer und in diese Lieferketten hinein. Wir sprechen auch, und das ist ein anderes Thema, mit Daimler persönlich, auch dort mit dem Vorstand. Man weiß jetzt nicht, das sage ich jetzt mal nicht hier, aber ist schwierig. Ganz schwierig, also dass Herr Stadler jetzt der Chef von Audi verhaftet worden ist, ist nur die Spitze des Eisbergs, würde ich mal so sehen. Also da versuchen wir etwas zu tun und wir versuchen gemeinwohlorientiert noch etwas anderes. Und zwar haben wir mit Brot für die Welt vor Jahren gesagt, Mensch, was können wir denn für die Menschen tun? Und das Thema eben Staaten des Südens, die Menschen dort zu unterstützen, auch Unternehmen zu unterstützen, die da sehr viel machen. Und da haben wir zusammen mit Brotwill einen Fair-World-Fonds aufgelegt. Fair-World-Fonds heißt, und da zitiere ich Frau Füllkrug-Weitzel gerne, die Chefin von Brot für die Welt, dass wir die Entwicklungshilfe auf den Kapitalmarkt transferieren. Da haben wir gedacht, gut, das schauen wir so vielleicht 100 Millionen. Wir sind jetzt über 1 Milliarde Euro Volumen dieses Fonds. Und wir tun da Gutes. Das wird auch überprüft und Brot für die Welt ist da auch sehr strikt. Also es ist manchmal auch schwierig, noch eine Anlage zu finden für unsere Leute. Deswegen wurde der auch zum Teil mal geschlossen, weil es jetzt keine Möglichkeiten gab. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, er hat eine Performance von 4% über die gesamten Laufzeit. Das sind jetzt auch roundabout 7-8 Jahre. Das ist schon, also für so einen Fonds, der, ich sage mal, wie die Hummel, Sie kennen ja die Hummel alle, physikalisch dürfte sie eigentlich nicht fliegen. Viel zu großer Körper, viel zu kleine Flügel, macht es trotzdem, schert sich nicht drum. Genauso macht es der Fair-World-Fonds. Ja, das vielleicht mal so zum Einstieg, was wir so tun. Und da hoffen wir eben gemeinwohlorientiert über unsere Kunden, dass wir dort diese unterstützen. Und das wollen wir auch noch weiter 90 Jahre tun. Und diese Liquidation kann natürlich auch bei uns passieren, dass wir sagen, ach, wir wollen lieber unser Geld zurück. Hoffentlich noch nicht. Bisher kam noch nicht der Antrag. Dankeschön.